dank eurer vielen Kommentare, Dankeschön dafür, zu meinem letzten Video, zu diesem Auto, bin ich, glaube ich, dem Ziel etwas näher gekommen. Also super gut ist, was die einhellige Meinung ist, dass es nicht der Rußpartikelfilter ist, der zu ist. Das ist total klasse, weil das ist ein teurer Spaß bei dem Auto. Der ist irgendwie ungeregelt, ist eine Kombination zwischen dem Katalysator, der da vorher drin war, und diesem Rußpartikelfilter. Der hat auch keine Sensoren irgendwie dran, soweit ich sehe. Können wir gleich nochmal genauer gucken. Das Ding kostet aber im Gegensatz zu dem normalen Rußpartikelfilter, der hier drin ist, der irgendwie 300 bis 500 Euro kostet, neu, kostet der bei dem Ding hier 1400 Euro, weil der bedingt, dass der Wagen in der Umweltzone fahren kann, eine grüne Plakette kriegt und der Euronorm dann entspricht, dass er das auch machen darf. Deswegen kostet das so viel. Auch die Option, den auszubauen, einzuschicken, sauber zu machen, wieder einzubauen, da muss der Wagen ja irgendwie eine ganze Zeit lang irgendwo rumstehen, am besten in der Nähe von der Bühne. Unsere Parkplätze sind hier begrenzt, deswegen wäre das jetzt auch nicht die Lösung oder nur eine blöde Lösung gewesen. Das Gute ist aber, dass ihr mir geholfen habt, auf den Punkt zu kommen. Und was ist der Punkt? Der Punkt ist, dass es ja was mit einer Schwingung zu tun hat. Es ist in dem Zeitraum passiert, in dem der Wagen irgendwie neue Reifen gekriegt hat. Aber es heißt nicht, dass es damit was zu tun hat. Das konnte jetzt auch ausgeschlossen werden, weil es sind komplett neue Räder drauf und das Problem ist exakt das Gleiche. Es hätte sich irgendwie wenigstens verändern müssen, wenn es zum Beispiel ein Zusammenspiel von verschiedenen Problemen ist, was viele angesprochen haben. Aber reden wir nicht lange drum rum. Machen wir uns an die Arbeit, mal die Verkleidungen ab und dann gucken wir nach und schauen, was los ist. Ha, ich bin gespannt. So, dann gucken wir uns mal die hintere Hardyscheibe an. Die sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Naja, da sehen wir natürlich das Lager schon mal nicht, aber wir sehen die Hardyscheibe hier vorne. Und da unten das Motorlager. Hier ist das Getriebelager. Und da ist die Hardyscheibe. Die Hardyscheiben, die sehen echt aber noch richtig gut aus. Das vielleicht von hier, das habe ich gemeint, dass von hier die Wärme abstrahlt nach hier oben und die Hardyscheibe aufweicht. Oder das Getriebe. Oder ich mache erstmal die Verkleidungen ab und dann sehen wir weiter. Machen wir das Lager mal raus. Okay, gehen wir mal hier mit dem Getriebeheber drunter. Das sieht eigentlich recht neu aus, aber an dem ganzen Auto sieht irgendwie alles neu aus. Das ist das Öl. Also ich muss sagen, das Lager sieht gut aus. Keine Risse. Original Mercedes-Teil. Also das Teil sieht richtig gut aus. Da gibt es leider nichts zu meckern. Die Hardyscheibe, die sieht auch richtig gut aus. Was ist das hier? Wir gucken mal die Dings da hinten an, die Hardyscheibe. Die sieht auch irgendwie gut aus. Das ist doch alles original scheinbar. So, jetzt schauen wir mal, wie die Räder laufen. Das ist perfekt. Andere Seite. Mal die
Radlager sind auch in Ordnung. Nix. So, jetzt gehe ich mal mit der Endoskopkamera zum Mittellager und guck mir das mal an. Das sieht alles perfekt aus, ja. Das Mittellager sieht so ein bisschen, das kann man leider nicht von Kamera zu Monitor filmen, weil das verflackert. Aber das Mittellager sieht auch noch gut aus. Und die Vibrationen, wenn die nur vom Differential kommen würden, das würde man merken, dass es von hinten kommt. Ich mache vorne nochmal die Wanne ab. Und guck mal, vielleicht kann man vorne noch irgendwas erkennen. Klar, ich kann das Getriebelager, würde ich einfach mal ein neues bestellen, das kostet nicht die Welt. Die Hardy-Scheiben mache ich vielleicht auch gleich mit. I'm overfragt hier. Also das ist das eine Motorlager. Und das ist das andere Motorlager. Aber das sieht auch nicht aus, als wäre es so richtig durch. Echt, das klang so gut nach Antrieb. Scheiße. Aber das ist es wohl nicht. Es gab von euch auch den Hinweis, ich soll mal bei den Autodoktoren gucken. Das sind zwei witzige Jungs, die ja, viel Ahnung haben und auch so nach besonderen Fehlern gucken. Die hatten das Nachfolgemodell von dem Auto und der hatte auch so Geräusche gemacht. Und dann war es das Lager am Getriebe hinten dran. Aber das hatte man auch gesehen, dass das, nee, das haben die gar nicht ausgebaut. Aber ich denke, man müsste das eigentlich sehen. Jetzt ist die Frage, machen wir zwei neue Hardy-Scheiben rein? Ich muss hier dann eh wahrscheinlich den Auspuff abnehmen, wenn ich an die Kardanwelle möchte und an das Mittellager. Ey, wisst ihr was? Also, Folgendes. Ich werde jetzt beide Hardyscheiben, das Mittellager und ein neues Getriebelager bestellen. Schaden kann es nichts. Und wenn ich das rausmache, sehe ich es ja nochmal. Vielleicht ist es in den Hardy-Scheiben, müssen die nicht unbedingt einen Riss haben, wie damals an meiner Lenkung vom T2-Bus, wo schon das Ding auseinandergezogen war. Vielleicht wird das auch so schon zu weich oder sowas. Ja, kann ja sein. Also ich würde auf jeden Fall die Sachen nochmal nachbestellen und dann einfach testen. Also ich würde es vielleicht so machen, dass ich dann beim nächsten Mal das Getriebelager tausche. Das geht ja relativ schnell. Dann fahre ich ein bisschen, gucke, ob sich's geändert hat. Wenn nicht, kommen dann die Hardy-Scheiben dran. Nee, dann muss eigentlich das Mittellager dran kommen, weil das sieht mir am problematischsten aus. Ist natürlich auch am schwierigsten auszubauen, aber mal gucken. I do not dare we'll meet again alone. It's now or never. My love would wait. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow, oh, will be too late. It's now or never, my love would wait. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so schlau als wie zuvor. Ja, war jetzt nicht so erfolgreich. Also ich dachte, ich finde da ein paar schöne zerfledderte Hardy-Scheiben, Getriebelager irgendwie völlig ausgeleiert, aber das sieht alles noch relativ gut aus. Was mir halt nicht so gefällt oder was so ein bisschen irgendwie komisch ist, ist das Mittellager.
Ich mache es jetzt so, ich bestelle einfach alle Lager und dann werde ich zuerst das Getriebelager tauschen, das geht am schnellsten, mal eine Runde fahren, gucken, ob sich irgendwas ändert. Wenn sich dann nichts ändert, kommt, muss der Auspuff irgendwie ab vom Katalysator, also vom Rußpartikelfilter bis zum Mittelteil, hinter Mitteltopf. Und dann muss ich die Kardanwelle rausnehmen und das Mittellager. Dann würde ich die Hardyscheiben dort austauschen und das Ganze wieder einsetzen. Und dann mal schauen. Dann hoffen wir, dass es das ist. Ich habe einfach nochmal so eine Sichtprüfung gemacht von allen möglichen Teilen, wo irgendwas hängen, reiben oder irgendwas kann. Nichts Auffälliges. Ich habe gesehen, die Räder sind in Ordnung. Das dreht sich alles gut und so. Ein Zusammenspiel sehe ich jetzt nicht, weil es ja... ja, neue Räder dran sind mit neuen Felgen und alles. Klar, Bremsen kann sowas auch sein, aber die Bremsen sind vorne neu gemacht worden vor einem Jahr ungefähr und alles gut. Ja, es bleibt spannend. Wenn ihr noch irgendeine Idee habt, bitte in die Kommentare. Ich werde jetzt erstmal die Teile bestellen und dann schauen, wie ich weiter vorgehe. Dass es irgendwas am Motor ist. Also das Ding ist halt, wenn es diese Schwingung ist, ja, und davon gehe ich aus, weil es sich ja hochschaukelt sozusagen und dass es mit irgendeiner Schwingung im Antrieb zu tun hat. Weil wenn ich richtig Gas gebe, ist es ja nicht. Und wenn irgendein Übertragungsteil kaputt wäre, ja, dann und da wird das Geräusch lauter werden, wenn ich mehr Gas gebe, weil mehr Druck auf diesem Teil ist. Aber so scheine ich dann, wie bei unausgewuchteten Reifen oder Rädern, scheine ich dann, wenn ich eine andere Geschwindigkeit habe, geht dann diese Schwingung, diese Resonanz, die geht dann weg. Und hier scheint es genauso zu sein. Also es scheint irgendein Übertragungsproblem zu sein, warum diese Schwingung auftaucht. Ich hoffe schwer, dass es nicht das Getriebe ist, aber ich habe mir geschworen, ich kriege das raus, was mit diesem Auto ist. Und das wird auf jeden Fall sein. Ja? Viele von euch haben natürlich auch noch gefragt, was ist denn jetzt mit deinem T2-Bus? Und was ist mit deinen anderen Projekten und sowas? Ich habe in den letzten Wochen so viel um die Ohren gehabt, auch privat, und musste irgendwie immer, oder wir waren auch oft im Urlaub irgendwie, der erste war nix, wo mir mein Fahrrad gestohlen wurde und dann hat es nur geregnet und meine Frau war krank und also es war irgendwie nicht so richtig erholsam. Dann waren wir jetzt in Holland, das war sehr schön, aber das läuft halt immer über einen Freitag oft. Und dann bin ich hier zu nichts gekommen. Also ich habe die letzten 8 Wochen eigentlich kein Video gemacht und wenn nur so Passagen. Diese Passagen reichen aber mir nicht meinem Anspruch, um euch damit ein Video zu machen, um zu gucken, wie ich zum 30. Mal irgendwie hinten das Seitenteil ausrichte. Aber ich verspreche euch, das wird in Kürze wieder kommen. Und ab nächster Woche ziehe ich hier in die Halle fest ein, dann steht mein Bus hier in der Halle drin und dann kann ich immer wieder was machen, kann mein ganzes Filmmaterial hier lassen, die Kameras, alles Mögliche, und brauche nur, wenn ich abends mal 2 Stunden Zeit habe, komme ich her, kann irgendwas machen und dann wird es Fortschritte in der Restauration vom T2 geben. Es wird neue Videos von dem Street Scooter geben und es wird andere Geschichten geben davon. Ich hoffe, dass es dann schnell läuft und danke für euer Verständnis, dass es jetzt irgendwie eine kleine Ruhepause gab. Wie gesagt, jetzt habe ich das Lager vom Getriebe bestellt. Das sieht nicht besser aus, als dass das eingebaut ist, aber ich probiere es, weil das letzte Mal habe ich das Ding ja angebaut, habe es aber unter Spannung festgemacht. Normalerweise wird das leicht angeschraubt, dann lässt man den Motor bei mittlerer Drehzahl kurz laufen und dann schraubt man das an mit 60 Newtonmetern und hat dann sozusagen die optimale Position. Das letzte Mal hatte ich es noch angehoben und im angehobenen Zustand festgebunden und ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie sich die Vibration verändert hat. Also vielleicht lag es da mit dran oder sowas. Ich glaube nicht, dass es da dran liegt, weil es einfach zu gut aussieht, das alte Lager. Aber ich baue es jetzt mal ein, weil es kein Problem ist oder sehr, sehr einfach geht. Wenn es das nicht ist,
dann haben wir ein Problem. Also manche von euch haben vorgeschlagen, man sollte den, einer soll oben Gas geben, so wie das bei den Autodoktoren ist. Einer sitzt oben drin, gibt Gas und dann kommen die Vibrationen. Ich habe das hier probiert, das passiert nicht. Natürlich muss man ESP ausschalten und ich habe es dann laufen lassen, aber die Vibrationen kommen nicht, wenn er keine Last auf der Hinterachse hat. Ich habe schon mal die Bremsen leicht angetreten oder so, aber das ist alles irgendwie nicht so der wahre Jakob. Nur im Stillstand habe ich es probiert, im Parkstufe auf normal rückwärts getretene Bremse, im normalen Gang getretene Bremse, Gas gegeben und so. Die Vibration erscheint da nicht. Die erscheint wirklich nur beim Fahren und nicht beim Anfahren, sondern wenn ich so ab 40 km/h bin und da im unteren Drehzahlbereich, also der Gang niedrig ist und ich zwischen 1000 und 2500 Umdrehungen bin. Also das ist echt ein Ding, besonders wenn ich danach, was ich so als nächstes vorhabe, dann die Kardanwelle rausnehme, um das Mittellager zu tauschen, das hier aufgepresst ist. Dann muss ich ja die beiden Hardy-Scheiben tauschen. Die Auspuffanlage muss runter, die doppelte. Ist nicht so super. Außerdem ist die andere Frage, warum passiert das erst, wenn ich einen Moment gefahren bin? Wenn ich losfahre, ist es noch nicht so, aber wenn ich einen Moment gefahren bin, und dann fängt er an damit. Das ist ganz, ganz seltsam. Es schaukelt sich also irgendwie hoch. Ich bin momentan relativ überfordert, aber ich probiere es jetzt mal damit und vielleicht haben wir ja Glück. Bauen wir es mal ein, oder? Wenn das nicht alles auch so fürchterlich gut aussehen würde da unten, da hätte man einen Anhaltspunkt. Aber also, gucken wir uns mal die beiden an. Brauchen nicht zu markieren, was alt und was neu ist. Das ist fest. Nach unten geht es, aber zur Seite geht es kaum. Das geht auch nach unten und zur Seite geht es kaum. Das Auto sieht auch aus wie geleckt von hier unten. Das muss man auch mal dazu sagen. Sieht alles super aus. Haben auch welche von euch den guten Tipp gehabt, ich soll Kameras hier unten installieren. Meine GoPros oder meine Action-Cams sind mir aber zu teuer. Ich habe aber noch so ein paar 30-Euro-Kameras. Die werde ich dann, wenn es jetzt nicht funktioniert, präparieren und dann am Unterboden anbringen und schauen, wie wir das irgendwie filmen können, dass man sieht, was vielleicht vibriert oder sowas. Drückt mal die Daumen, dass es jetzt funktioniert. Fahren wir mal los. Also, ich habe mir jetzt Probe gefahren und was ist? Gleiches wie vorher. Ich habe mir auch noch mal überlegt, dass das nicht stimmen kann mit der Kardanwelle und mit den Hardy-Scheiben. Wie ihr gesehen habt, das sieht alles aus wie neu, ohne ein kleines Problem. Also, ich habe ja auch recht gehabt mit dem Getriebelager, das hat sich nichts geändert. Klar, wenn das andere Getriebelager genauso fest ist wie das neue Getriebelager, dann kann es das auch nicht sein. Und ich bin jetzt nochmal gefahren und es kommt irgendwie relativ schnell und der Motor hat auch fast Aussetzer und das schlägt dann auf die Antriebswelle und gibt diese Schläge. Ich bin jetzt nochmal hier zu der befreundeten Werkstatt neben dran gegangen und der war so lieb und hat das Auto nochmal ausgelesen. Der hat dann zwei Fehler herausgegeben und zwar einmal das Signal an die Bremsanlage wäre nicht eindeutig. Das heißt, es ist irgendwie der Sensor der Bremse oder der Bremsschalter. Den werde ich jetzt bestellen, austauschen. Und dann sagt er mir, dass er auch Probleme mit dem Gaspedalsensor hat. Und den werde ich auch bestellen. Wahrscheinlich wird es das nur zusammen mit dem neuen Gaspedal geben. Mal gucken. Aber das ist vielleicht eine wahrscheinliche Geschichte, dass er, wenn ich jetzt richtig Gas gebe, dass es dann läuft
und wenn ich so leicht beschleunige, dass es dann vielleicht hängen bleibt. Also das wäre so meine andere Idee. Ich glaube auch nicht, dass es die Hardyscheibe sein kann und irgendwie das Mittellager der Kardanwelle. Das jetzt auszubauen wäre ein Riesenakt, ohne zu wissen, dass es das wirklich ist. Ich probiere jetzt erst die beiden Teile mit Gaspedal und dem Geber für die Bremse, der am wenigsten schuld sein wird, und schau mal, ob sich was ändert. Wenn nicht, muss man vielleicht nochmal im Bereich des Motors gucken. Aber was gibt es da, was nicht über das OBD-Gerät angezeigt wird? Und es ist ein relativ aufwendiges, was wir da eben verwendet haben. Also nochmal vielen Dank für die Hilfe bisher. Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen. Vielleicht könnt ihr mich in meiner Meinung bestärken, dass es das mit dem Gaspedalsensor sein könnte und sowas. Mal schauen, was es ist. Aber in jedem Fall werden wir den Fehler finden. Das verspreche ich euch. Ich freue mich wie immer über jeden Kommentar von euch und bleibt mir gesund und gewogen. Bis dann. Ciao, ciao.